vergeht die Zeit wieder ein bisschen. Dumm, 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 dumm. Wir müssen nur aufpassen. Morgen müssen wir wieder beten. Nicht, dass wir da zu viel Zeit vertrödeln. So, wie schon mal aus. Der ist fast fertig. Und, ja, der tut noch. Aber der ist fast fertig. Das kriegen wir hin noch. Das heißt, wir brauchen ja eh nur noch ein Glas, glaube ich. Und dann müssen wir das natürlich verarbeiten auch noch. Ja, es könnte schon eine Überlänge-Folge werden. Ich will nicht zu lang machen. Wirklich nicht zu lang. Dann machen wir hier jetzt noch einmal... Wir brauchen... Nein, wir brauchen aber nochmal zwei, glaube ich, oder? Ich glaube, es waren zwei. Dann wisst ihr was, wir holen zur Sicherheit nochmal Wasser. Und sonst haben wir halt zu viel gemacht. Ist schon okay. Wir werden das schon noch brauchen, das Zeug. Und wir können hier nämlich eh nicht die besseren Sachen machen. Das heißt, es ist eh okay, wenn wir... Oh, jetzt haben wir da auch schon wieder kein Brennstoff mehr. Ein 10er Backen hier rein und jetzt machen wir hier einfach mal 10, 5. Gibt es mehr oder weniger hier? Mal schauen. Aus 10 Wasser und 20. 10 und 20 gibt 10 Glas. Ist das hier dasselbe? Aus 10 und 20. Ja, es ist genau dasselbe. Für 150 Energie. Und hier ist es... Na, hier ist es 200. Interessant. Hier braucht... Der braucht mehr... Mehr Energie. Gut, aber stört mich nicht. Soll er machen. So, dann da haben wir das. Jetzt brauchen wir hier 6 Stück eigentlich. Können wir aber jetzt natürlich nur 5 machen. Oh, das dauert aber schon lang. Na gut, schauen wir mal. Das heißt, dann wisst ihr was, machen wir so. Und dann machen wir gleich Tempo, 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 indem wir einfach hier ein bisschen schlafen. Das sollte jetzt, glaube ich, das schneller noch dazu, noch schneller gehen als mit Meditieren. Bin mir aber jetzt nicht sicher. So, dann schauen wir mal. Wie schauen wir aus? Ja, tut noch ein bisschen. Dann wisst ihr was, dann hacken wir jetzt noch ein bisschen Bäume. Dann geht noch mal ein bisschen gut Energie weg und gut ist. Sehr schön. Wobei, so richtig gut Energie war das jetzt nicht, so wie ich gesagt habe. Aber es war ein schöner großer Baum eigentlich. Beim Sägen ging natürlich gut was weg. Auch natürlich beim Steine klopfen, schneiden, was auch immer. Könnten, aber da lässt sich halt nicht wirklich viel machen. Wobei, doch, wisst ihr was? Wir können hier schon mal anfangen. Das müssen wir sowieso ja. Irgendwann wollen wir das machen. Das heißt dann, das geht sich ja noch gut aus. Dann machen wir das mal. Achso, und wir wollten eigentlich den Zweier machen. Ja gut, machen wir jetzt mal den. Frage ist, geht das jetzt hier überhaupt? Oh, den kann man hier gar nicht machen. Schaut euch das an, das geht nur um Zweier, offensichtlich Steinschneider. Dann schauen wir, was brauchen wir für einen Steinschneider 2 jetzt? 4 Balken und ganz viele Nägel. 16 Nägel, ist viel. Ah, noch machen wir mal 18 Nägel. Ja, so geht auch ein bisschen Energie verloren. Das geht schon. Wie gesagt, wir überziehen jetzt die Folge einfach. Weil das einfach so schön, so knapp davor schon ist, wo wir dran sind. Wäre schade jetzt, wenn wir das jetzt nicht machen. So, dann machen wir hier nochmal 2. Kostet auch nochmal gut Energie. Perfekt. Und hier wird schon... Weil das sind ja schon noch immer... Das dauert immer noch ewig. So, können wir den jetzt schon machen eigentlich? Ja, können wir. Okay, das müssen wir unten hin. Das heißt, da wollen wir da unten eigentlich Platz haben. Der ist auch groß. Na gut, machen wir es mal so. Müssen wir jetzt eh erstmal aufbauen. So, da haben wir auf jeden Fall schon die ersten Gefäße. Perfekt. Und eigentlich müssen wir jetzt beten. Und da können wir aber jetzt tolle Sachen... Oh, da können wir aus einem polierten, müssen wir dann ein Steinkreuz, können wir das machen. Und Steinkreuz 2 geht aber auch aus einem polierten. Fügt 3 hinzu, fügt 4 hinzu. Oh, und schaut euch das an, das gibt alles blaue Punkte. Krass. Also, blaue Punkte beim Untersuchen.
So, dann wisst ihr was, dann werden wir jetzt doch noch dann, das machen wir dann. Ja, dann geht sich die Folge leider nicht aus. Ich habe es, glaube ich, echt probiert. Ich glaube, kann auch keiner was sagen, wenn es jetzt nicht wird, leider. Das wird viel Arbeit, aber ich glaube, das bringt uns viel. Oh, haben wir hier schon was? Ja, nein. Haben wir natürlich noch nichts eigentlich. Und wir müssen nochmal kurz runter die Sachen holen zum Beten. Frage ist eh, was wir für ein Gebet heute machen. Aber nachdem es schon so spät ist und ich jetzt nicht riskieren will, dass wir es verpassen, machen wir ein Kombo-Gebet. Ich würde sagen, mach mein Kombo-Gebet, weil jetzt noch anfangen, Geschichten zu schreiben und Co. Nein, machen wir einfach ein Kombo-Gebet für heute, kriegen wir Geld und extra Ruf, extra Glauben, was wir zwar nicht brauchen, aber ist gut. Ja, okay, genau, weil das... Oh, Moment, wir können aber schauen, vielleicht können wir bei ihm Weihrauch kaufen. Das würde mich noch interessieren und mir noch gefallen, wenn das ginge. Hast du Weihrauch, mein Lieber? Ja, er hat Weihrauch, aber erst auf Stufe 2 leider. Und wie ist das mit Brot verkaufen? Er bringt fast gar nichts. Jetzt müssen wir kurz schauen, bringt das da unten was? Hat das jetzt was gebracht? Ja, ich habe keine Ahnung, ob es was gebracht hat. Gut, wir haben auf jeden Fall unser Brot jetzt verkauft. Das macht aber nichts, wird schon passen. Und dafür kein Weihrauch gekriegt. So, Kombo-Gebet. Predigtbedarf, Kirchenqualität. Wunderbar. Dann los geht's. Ein paar Worte, wunderbar. Alles gut, alles schön und alles toll. Tolle Kirche. Toll, 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 toll. Lasst uns beten. Kriegen wir gleich mal einen Glauben dazu. Und jetzt fliegen noch mal ein paar dann. Sehr schön. Nochmal, Spenden sind immer willkommen. Das gibt jetzt nochmal gutes Geld, nämlich. Tolle Predigt. Jetzt müssten wir wieder viel kriegen. Ja, aber bei viel. Ich glaube, es ist mehr als sonst. Das ist das letzte Mal gewesen als beim anderen. Ja, es war auf jeden Fall ein bisschen mehr. Waren jetzt nämlich 4 Stück. 4 Schillinge fast. Okay. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall das nämlich fast verpasst. Deswegen, das war gut, dass wir das noch gemacht haben. Hat jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Zeit wieder gekostet, wenn man so will. Was ja auch schön in dem Fall ausnahmsweise ist, weil jetzt da auch wieder ein bisschen was weitergegangen ist. Genau, das ist auch fast schon fertig. Können ja sogar jetzt... Haben wir jetzt hier noch alles oder schon weggeräumt wieder? Nein, habe ich schon wieder weggeräumt, glaube ich. Dann die können wieder mit, das gehört wieder mit. Und ich weiß gar nicht, wie viele genau es waren. Mach mal einfach mal davon noch welche. So, sehr schön. Jetzt können wir sogar nochmal, jetzt müssen wir fast sogar schon beten, meditieren, weil wir jetzt auch keine Energie mehr haben. Meditieren gibt weniger als schlafen. Bilde ich mir jetzt ein. So, das ist fertig. Dann. Ja, wobei es dauert immer noch ewig. Weil davon brauchen wir 2 Stück. Und das geht sich nämlich jetzt genau. Und dafür brauchen wir nämlich 2 Stück. Das heißt, wir brauchen noch viel mehr sogar. Wir brauchen hier nochmal 1. Und dann dafür nochmal 3. Das heißt, wir brauchen 4, alle 4 nochmal. Dann haben wir es erst. Die Frage ist, machen wir gleich eine Doppelfolge draus dann eigentlich. Wenn ich jetzt noch weitermache, dann haben wir 40 Minuten. Dann mache ich einfach 2 und schneide sie für euch. Das heißt, ihr seid jetzt heute in der 2. Folge. Und das geht viel schneller. Nämlich hier mit der Energie. Ja, das heißt, wir machen hier, ihr werdet jetzt schon in der 2. Folge sein. Tut mir leid, dass es jetzt keine Info dazu gab. Aber dann machen wir das jetzt. Ihr seht ja eh, warum es so ist, wie es ist. Weil ich das gerne in einem Stück gerade eigentlich lieber gemacht hätte in einer Folge. Aber das halt jetzt ein bisschen noch gedauert hat. Leider. Länger als ich gedacht hätte. So, und jetzt heißt hier diese Sachen ein paar Mal machen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall polierte Steine. Was heißt, wie ist denn das mit dieser Politur passt? Oh, da kriegen wir die geschnitzten Steine. Auch wieder mit dem Eisenmeißel. Und mit Glaube, interessant, aber krass, 30.
Die Frage ist, wie kriegen wir eigentlich diese Politurpaste? Wo kriegen wir die her? Die ist mir noch nicht untergekommen, glaube ich. Oder ist mir die irgendwo untergekommen? Ich habe es noch nicht mitbekommen oder mir nicht mehr gemerkt. Ich glaube ja, hier war es nicht, oder? Bei dem. Oh, da könnten wir zu Ofen, hätten wir den verbessern können für ein bisschen, für wenig. Interessant. Gut, jetzt ist aber auch schon egal. Wir das hier auch machen können, zu verbessern können. Also hier können wir den Eisenmeißel auf jeden Fall machen. Machen wir den mal schnell, dann haben wir das. Die haben wir... Politurpaste. Oh, das könnten wir aus Keramik, Öl und Sand. Okay. Oh, da unten ist unser ganzes Zeug fertig. Wo ich schon nicht aufpasse. Ich habe schon wieder keinen Platz im Inventar, oder? Ja, kein Platz im Inventar, weil so viel Schrott da ist, das kann das weg. So, wir lassen jetzt einfach die Blume, die trage ich die ganze Zeit schon mit mir mit. Das ist mir jetzt zu blöd. Dann, wie machen wir das jetzt? So, ja, passt schon. Dann ich lasse das jetzt. Ich möchte jetzt gerade jetzt nicht. Ich möchte das jetzt fertig machen. So, da... Wobei, fertig machen ist relativ... Das wäre schon auch interessant. Muss man halt Steine polieren wieder hier erstmal. Na gut, so, dann legen wir mal ein paar Sachen ab und gehen mal kurz, was wir schon machen. Wir gehen jetzt zum Wein rauf. Das wollte ich eigentlich gerade nicht. Nein, falsch. Schleifstein will ich gar nicht. Ich will hier rein. So, das muss jetzt erst einmal, das kann jetzt erstmal, ich tue das jetzt alles mal weg kurz, damit ich da einen Überblick habe. Der Sand, das Wasser kommt eigentlich nicht hier rein, glaube ich. Nein, das kommt nicht hier rein. Der Meißel kann hier rein. Die, ja komm, wir müssen eh dann auch nochmal holen gehen, die, das ganze Zeug. So, jetzt kurz hier rauf zum Wein. Genau, weil der ist fertig und dann können wir den wieder neu pflanzen. Und dann können wir den nämlich, und das ist das viel Wichtigere, dann können wir den nämlich auch ins Fass legen. Ja, es gibt unterschiedlich. Es gibt echt unterschiedlich von den Kernen. 9 haben wir jetzt. Das heißt, jetzt gehen nur noch 2. Oh nein, das waren nämlich die silbernen. Und der müsste auch nochmal gehen. Genau, aber silbernen gehen jetzt leider nicht mehr. Schade. Wenn wir eh schauen, jetzt müsste das nämlich mit dem Fass unten gehen, dass wir da einmal Wein machen, glaube ich. Ist die Frage, wie lange das dann dauert. Und da sind wir auch fast fertig. Bin mir gar nicht sicher, ob das nicht gerade jetzt fertig geworden ist. Ich glaube, hat noch so ausgeschaut. So, wie schauen wir jetzt hier aus? Einmal Traubensaft. Wir haben hier jetzt 15 Mal davon, genau. Und wir haben hier nur 6 davon. Oh, wollte ich nicht. Wir machen natürlich hier 15 von denen. Gibt jetzt einmal davon. So. Ach so, und das bringt uns halt nichts. Genau, weil wir brauchen jetzt 2-mal. Okay. Na gut, schade. Das heißt, da müssen wir eh noch warten. Aber es wird schon noch. Das wird schon noch. Das heißt, der kommt dann auch hier rein. Und jetzt bin ich, glaube ich, glücklich. Mehr oder weniger. Das passt schon. So, da kann auch noch mal ein paar Sachen rein. Nämlich da gehört jetzt das Wasser, da gehört das rein. Das Pudding kann da rein. Und der Rest kommt draußen. Okay. So, das, nein, ist noch nicht fertig. Dachte schon, es ist, oh, jetzt ist es gerade fertig geworden. So, das ist aber jetzt immer noch das Falsche, oder? Jetzt brauchen wir nämlich genau diese 2. Und dafür brauchst du natürlich jetzt wieder Wasser. War ja wieder klar. Ja, das wäre sich perfekt mit den 2 Folgen, glaube ich. Das von der Zeit her wäre das jetzt perfekt gewesen. Habe ich mich sehr verschätzt. So, 4. Ich glaube, es waren jetzt 3, oder? Was? 2 habe ich gebraucht. Achso, ich hätte ja eigentlich nur einmal... Es war eh richtig. Na gut. Achso, jetzt weiß ich nicht, wie lange das dauert. Das habe ich nicht aufgepasst. Gut. Das habe ich ja jetzt alles großartig wieder gemacht. So, dann wird hier jetzt geerntet. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, wird hier auch gleich wieder gepflanzt, was geht. Das, glaube ich, geht eh nicht mehr, oder? Doch, geht auch nochmal.
Das geht nicht mehr. Dann haben wir hier nochmal, sehr schön, dann die alles, das ganze Korn. Sehr schön, dann auch da wieder natürlich weiter. Perfekt, und der dritte geht sich nämlich auch noch aus, ganz genau. So, dann da wissen wir eh, dass nicht geht. Schauen wir mal, ob das geht nochmal. Ja, das geht genau nochmal. Perfekt. Und die Karotten nochmal. Und auch hier nochmal. Das wird wahrscheinlich auch noch einmal jetzt gehen. Ah, das geht sogar. Wunderbar, perfekt. So, okay, dann haben wir das auch. Kann das jetzt wieder alles hier hinein. So, perfekt, gut so. Die Kiste wird auch echt jetzt richtig, richtig voll. Vor allem Ernteabfall wird jetzt echt schon viel zu viel. Was bräuchten wir jetzt für nochmal so einen Komposthaufen? 10 Steine. Ja, die haben wir eh so ohne Ende. Dann machen wir noch einen zweiten. Nur damit wir das Zeug loswerden können. Wir können sogar 2 machen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt 2. Das heißt, nehmen wir uns hier einfach mal 20. Wir haben davon so viele. Wir müssen die eh loswerden irgendwie. Dann machen wir sie halt so los. Werden wir so los. Und bitte jetzt Komposthaufen. Und dann machen wir den einfach hier. Einmal. Zweimal. Hätten wir den eigentlich auch darüber noch verlegen können. Aber ja, macht nichts. Passt schon. Schon okay. So. Und jetzt. Da. Und auch da. Weiß gar nicht, ob wir mit dem Kompost sonst irgendwas machen können oder mit den Maden. Die Maden könnten wir halt essen am Ende des Tages. Auch wenn ich das jetzt nicht wirklich will, aber wir könnten halt. Und wir können hier mal ein bisschen polieren, wenn man so will. Verbraucht auch wirklich gut Energie. Richtig gut. So, und mit dem polierten Stein könnten wir jetzt hier anfangen, lustiges Zeug zu machen. Nämlich das. Oh, das braucht nämlich die Komplexen auch noch. Grabstein 2 braucht einfach nur 3 einfache Steine. Interessant. Und der braucht 1 und 2. Okay, der braucht 3 einfach. Der braucht mehr. Der braucht weniger davon. Dafür braucht er einen geschnitzten Stein. Und auch weniger davon. Dafür braucht er halt echt einen geschnitzten Stein. Und der geschnitzte Stein... Ah, der braucht Glauben. Und auch einen. Das heißt, man spart sich einen davon. Dafür aber braucht man Glauben und halt auch viel Energie. 30 ist schon wirklich viel. Und bringt beides 4. Es ist eigentlich so, von dem her wäre es egal. Das bringt halt nur 3. Dafür braucht das auch wirklich keinen groben Stein. Keinen polierten. Und braucht auch am wenigsten mit 15. Ich glaube, bei denen ist es relativ egal. Die braucht man auf jeden Fall. Und die halt dann auch. Gut, aber für jetzt ist mal egal. So, jetzt müssten wir fertig sein. Jetzt müssten wir eigentlich alles haben, glaube ich, für die 2 Sachen, die uns jetzt gefehlt haben. Das heißt, oh, nein, das wollte ich falsche Richtung. Das heißt, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Wir nehmen die Nägel mit. Wobei, 2 Nägel, das reicht doch nicht. Irgendwas haben wir doch noch Nägel gebraucht, oder? Da haben wir 4 gebraucht. Die 8, haben wir die gebraucht? Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir mal. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt alles haben. Wir schauen jetzt einfach, ob wir alles haben. Haben wir die verschiedenen Gefäße jetzt? Nein, natürlich habe ich jetzt wieder die halben Gefäße liegen lassen irgendwo. Die brauchen wir natürlich jetzt auch. Und davon brauchen wir sicher nur 3. Ich bin mir ganz sicher sogar. Da habe ich jetzt einfach zu viele gemacht. So, jetzt bin ich neugierig, was wir da alles finden. Es wird auch das eigentlich schon eine Überlängenfolge, trotz der Teilung. Natürlich habe ich was vergessen. So, das hole ich jetzt aber noch. Dann haben wir es. Dann machen wir gleich beides und dann haben wir es. 4 normale Eisenstücke waren das jetzt noch, die gefehlt haben. Ich habe mir noch gedacht, habe ich sie sogar mitgenommen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe sie mitgenommen, es waren keine mehr da. Nein, habe ich nicht.
Aber es waren noch zu wenige. Ich hätte so trotzdem noch welche machen müssen. So, dann jetzt aber. Und dafür geht natürlich reichte Energie nicht mehr. Und jetzt ist auch kein Essen mehr da. Fast keins. Was natürlich nicht stimmt. Wir haben immer noch. Die nehmen wir jetzt und... Nein, wollte ich nicht. Und dann... 1, 2, 3. Die können wir auch noch mitnehmen. Dann haben wir das auch. So. Und dann kurz... Oh, die bringen viel. Wahnsinn, die bringen wirklich viel. Gut, so, dann haben wir das. Jetzt können wir aber hier, während das, das können wir... Wobei, das können wir eigentlich hier auch machen. Es kostet zwar mehr hier, aber... Achso, ja, warum 30 für 1? Ist das hier, wie viel kostet hier? 30 für 2? Ja, dann machen wir es halt hier. Wenn der schon, wenn wir den schon haben, nutzen wir das einfach, wenn der gerade nichts zu tun hat. So, jetzt sollten wir aber alles haben, wenn es wahr ist. Und jetzt sollten wir, jetzt haben wir alles. Und auch davon genug. So, das heißt, was wir brauchen, ist noch ein Arbeitstisch. Okay, den könnten wir genau hier hin tun. Hier geht er nicht hin. Wie schauen wir hier unten aus? Da wird er auch perfekt sogar reinpassen. Da, dann würde ich fast sagen, den tun wir hier hin. Der ist ja genau 4, weil sonst... Oh, wenn wir den hätten, wenn der ein bisschen woanders wäre, wäre wär der... Ach so, warte, ist das derselbe? Es ist fast dasselbe, oder? Er schaut fast gleich aus. Oh, ich glaube, das ist dasselbe, oder? Ich schaue gerade die Zeichnung. Ist die ist auch dieselbe? Ich sage euch was, das ist dasselbe. Das wird dasselbe sein. Die machen wir nicht nochmal. Das ist der hier. Dann machen wir nur den Alchemietisch. Der ist mit 5. Der geht mit 5 nämlich da jetzt nicht hin. Nein. Dafür brauchen wir einen wirklich großen. Ja, dann machen wir den auch. Ich mache mal den hier ins Eck. Kann man den so drehen, dass man da anders hin kann? Ja, den können wir so drehen. Das ist nur die Frage, wie gehört er? Ich bin mir jetzt nicht sicher so. Okay, er gehört, dass die Bücher links sind von dort, wo man steht. Das heißt, die Bücher unten. Aber das ist eigentlich egal, sie sind immer unten. Es ist, ich habe keine Ahnung. Wir stellen ihn jetzt einfach mal. Sind die Bücher vorne oder hinten? Vorne. Glaube ich. Dann gehört es so hin. So, und den Alchemietisch lassen wir, den Arbeitstisch lassen wir jetzt, weil ich bin mir sehr sicher, dass das der ist. Er heißt ja nämlich auch Arbeitstisch, glaube ich. Nochmal kurz geschaut zur Sicherheit. Ich bin mir sehr sicher, ja, es steht auch hier Arbeitstisch. Das wird dasselbe sein, auch wenn der das Symbol nicht hat. War jetzt dementsprechend ein bisschen unnötig. Das wäre wahrscheinlich, wenn man den kaputt macht, könnte man ihn woanders hinstellen. So, Alchemie. Was gibt's hier? Oh, da gibt's eine Menge Zeug. Beschleunigungspulver, Staub, Blut. Oh, und da können wir... Oh, und jetzt könnten wir... Oh, meine Lieben. Oh. 1 plus 1 zusammenzählt, weiß jetzt, was jetzt in meinem Kopf gerade passiert. Und das finde ich natürlich ultra spannend gerade. Das werden wir sicher jetzt noch probieren in den letzten 3 Minuten. Wir haben von Gunther erfahren, die zweite Zutat ist Blut. Und könnte es nicht sein, dass die andere Zutat das ist, was wir... Wo haben wir denn das hingelegt? Wo habe ich denn das hingelegt? Ich dachte, das habe ich da drüben hingelegt. Da ist es. Wir können ja mal probieren, was passiert, wenn wir dieses Gesöff, diesen Zombiesaft mit Blut dort reinlegen. Ob dann irgendwas passieren würde. Oh, können wir das gar nicht? Schade, können wir gar nicht. Das ist gefertigt, okay. Deswegen. Gut, dann schauen wir aber kurz, was gibt's denn? Gibt's da irgendwas mit Rezepten? Aber auch nur ganz schnell schauen wir das. Das Regal ist, glaube ich, nicht so interessant. Ruhestättengebet.
Interessant. Leichenhallenregal, ein Balsamierertisch. Auferstehungstisch, das ist immer noch die Frage. Achso, den haben wir noch gar nicht erforscht. Machen wir das mal schnell. Und den haben wir ja schon. Wir brauchen das nur für die hier nochmal. Irgendwie alles seltsam. Okay, das heißt, wir wissen aber hier jetzt nicht, wie wir da was machen derzeit. Wasser und was? Blut? Was gibt Wasser und Blut? Schleim. Okay. Was gibt Wasser und Schleim? Noch mehr Schleim. Okay. Okay. Na gut. Ich glaube, Schleim kommt immer raus, wenn es ein Schrott war. Kann man aus Schleim irgendwas machen? Können wir mal schauen. Schleim studiert. Sehr schön. Und bringt das jetzt was? Kann der jetzt dazu... Oh, komm. Kann Schleim zu irgendwas werden? Nein. Okay. Kann ich mit Schleim irgendwas machen? Nein. Na gut. So, meine Lieben, das soll aber gewesen sein. Jetzt, das war jetzt echt schon eine Doppelfolge. Weit eine lange Doppelfolge noch dazu fast schon, würde ich sagen. Und ich glaube, das werden wir auch das nächste Mal erst hier Ordnung schaffen. Das kann auch noch hier rein. Das kommt unten rein. Das kommt auch unten rein. Oh, das können wir hier aber lassen mal beim Alchemie. Das können wir auch hier lassen. Das Wasser können wir eigentlich auch mal hier lassen. Vielleicht brauchen wir es noch für irgendwas. Und der Rest kann dann weg fast. Der kommt noch da rein mit den beiden. So. Perfekt. Gut, so, meine Lieben, dann hoffe ich natürlich, dass es euch natürlich wieder Spaß... Achso, eins wollte ich noch schauen. Das machen wir doch noch ganz schnell, auch wenn wir jetzt schon über drüber sind. Das ist das allerletzte, ganz sicher sogar versprochen. Mehr wird's nicht. Und zwar, wir haben ja jetzt das gerade Auferstehungsdingens kennengelernt. Hier können wir immer noch nichts machen, dann aber... Geht das jetzt hier? Oh ja, das geht jetzt hier. 1 von 4. Oh, okay, das müssen wir uns nächstes Mal anschauen. Meine Lieben, das soll es gewesen sein. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal natürlich wieder reinschaut. Und dementsprechend geht es jetzt hier zum Speichern. Verabschiede ich mich. Wünsche euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.